Also kommen halt ganz Pinto, glaube ich, dass man zwar nicht gehört hat. Ja. Wir werden heute mal Spin Glory machen mit dem FC Lugano, ich den Titel seht. Was ist Musik lautstärke? Ah, die hier. Ja, also wir werden heute Spin Glory machen mit Lugano. Es gibt noch ein paar Regeln, vielleicht machen wir das für jeden Verein aus der Schweiz noch, in den ersten paar Wochen. Auf jeden Fall gibt es dann die Challenge, also die erste Information ist schon mal, wir werden mehr Spin Glory machen mit Schweizer Vereinen. Wir werden versuchen nicht immer gleich Spieler zu kaufen. Das zweite ist, wir müssen auch ein paar Spieler behalten aus dem Verein. Also das Beste wäre halt auch, wir gewinnen Champions League mit einem Spieler aus dem eigenen Verein. Aber das wird schwer. Weil ein paar Vereine haben halt schon gute Kaders. Also unser Ziel ist eigentlich nur Champions League zu gewinnen. Wenn wir das geschafft haben, haben wir die Challenge eigentlich schon erreicht. Also geschafft. Ja, lass ich einfach mal. Ja. Von dem her. Ja, mit 2,5 Millionen Budget. Das ist gerade vor allem im nächsten Budget. Ja. Aber. Ja, jetzt einfach mal reinschauen, wenn wir das Stadion ändern, was meinst du? Ich meine, eher Namen ändern, aber lass mich mal so. Sieht zwar aus, bisschen wie die Lugano, finde ich noch voll okay. Machen locker, machen hier auf Legen, na, machen Weltklasse, was spielen wir mal noch? Ich denke, das Finale, Champions League spielen wir in Krog-Modus. Wir werden da keine Übernahme machen, werden einfach mal locker machen. Dann werde ich mal deaktivieren, weil das ist unnötig, finde ich. Ich glaube, Lugano spielt die. Hat Lugano ja auch Europa League gespielt? Nee, oder? Ich glaube nicht. Weil ich will nur fair sein und sagen, wenn sie gespielt haben, dürfen, packen wir sie rein. Sei so. Was war's? 2021. Super League. Das war ja dann die. Lugano war ja. Nee, die waren Platz 4. Ich glaube, Lugano hat Europa League gespielt, aber genau. Lugano hat wirklich gespielt, aber die haben ja gegen Kopenhagen verloren. Okay. 0-1. Also, ich sagen, wir tun es nicht rein, oder? Nee. Wäre sonst. Ich meine, es wäre geil, wenn man hier nach Gruppenphase hätte, kann man sich das schon reinpacken, aber so. Achso! Ich habe jetzt gar nicht geschaut, oder? Jetzt habe ich nicht geschaut. Wo wir dabei sind. Sali, du mein. Ich hoffe, manchmal, dass wir dabei sind. Ich hoffe, das mal nicht. Das heißt, uns bitter, nicht? So ein bisschen. Wäre schade. Na, voll unnötig. Wir nehmen die. Ja, wir nehmen einfach die weg. Wir nehmen die weg. Davon die um. Zum Manager, zu Sprint, zu. Ja, wir werden die heute fertig machen, nehmen wir an, oder? In 2 Stunden. Hoffe jetzt mal. Also, das bringt glaube ich auch mit Lugano. In die Conference League? Nee. Warm welcome to you all. Einfach so ein Jahr können wir gar nicht machen, finde ich nicht. Ein bisschen Geld. Ich finde das hier schwieriger als das hier. Ja. Das ist das Gefühl, das Einfachste, nicht?
das teuerste irgendwie, ne, vom Preisgeld her. Man kriegt das mit Beste. Und die haben nie alle gleiches Rating. Das ist definitiv das Schwerste. Da haben ja Venedig, Toulouse, Empoli und Salentenia. Die haben Aue. Machbar, die sind alle machbar. Und hier, also nein, außer Brücke. Und hier, ich nehme auch das hier, weil das ist der beste und stärkste Gegner. Italien wäre geil. Stimmt, da hast du schon recht gehabt. Da hätten wir etwas machen müssen, wegen Lugano und so. Also, wir haben unsere Kader an. Wir haben Saib, Bill, 57. Wir haben Baumann, der ist safe, glaube ich, 71, 25 Jahre alt. Der ist safe, geil. Wir haben fucking Vertreter, den merke ich gerade nicht. Wir haben 1, 2, 3, 4 Torhüter, 5 Torhüter haben wir. Haben die wirklich auch so viele Torhüter? Also den hier, den ich mal verkaufen. Den hier, wir haben nur Scheiße hier. Den muss man sogar behalten, Ersatztorhüter eigentlich. Dass wir den hier ausleihen können. Und den hier kann gerne mal verkaufen. Und den hier mal ausleihen. Moment, von denen ich es mir aber scheiß drauf. Und den warten wir mal an. LV, was ist das für eine komische Pfeife? Da gebe ich auf den Sack, dass er schlecht ist. Der muss den weg. Der ist dann auch schon alt, aber scheiß drauf, wir haben sonst nichts mehr. Doch, wir haben Valenzuela. IVO, der ist alt, der muss weg. Oh, der ist noch älter. Oh, und dann noch so scheiße. Schlimm. Schlimm. Der ist an sich auch scheiße, aber trotzdem mal ausleihen. Wir haben noch einen RV, aber wir haben Rück ausgeliehen. Ich frage es nur, ob wir den vielleicht gar wieder zurückgeben sollen. Das kostet Geld, glaube ich, oder? Wenn man den wieder zurückgibt. Ja, es kostet. Ja. Wir haben nur. Der auch. Was ist das für ein komischer Kauz? Ausleihen. Da verkaufen wir mir aus. Das ist halt gar nicht. DMD, wir haben gute LM, der ist gut. 71, 21 Jahre alt. Lovic auch voll okay, wir haben nur ein LM. Bisschen düster. Wir haben zwei OMs. Sind beide voll okay, ja, Sub. Botani, ja, steht bei mir gar nichts. Ganz auf die Frage, was man überhaupt kaufen sollte. Wenn du einen neuen Stürmer. Oh. Entweder einen neuen LM. Oder ohne LM spielen. Weil wir zum Beispiel auch einen RM haben. Und der auch OM kann, umformen. Ohne. Den hier zum. Dauert die gerade 5 Jahre? Ja, wie immer. Na, 15 Wochen, okay, easy. Machen wir. Den zum OM fordern. DM. Vielleicht noch ein DM kaufen, was meinst du? Ein Stürmer, nein, D. Oder lieber ein IV kaufen, haben wir auch nicht gut, außer die alten Säcke hier. Frag mich, wie Lugano überhaupt spielt. Haben die 4er-Kette? Die haben eine 3er-Kette. Gibt's da irgendeine 3... irgendwas? Was meinst du jetzt? Eine ohne LMRM. Es gibt die 4, 3, nee. Oh, mit 3, ich meine mit der Dreierkette.
Dreierkette. Ja, gibt es nicht diese 3-1. Nee, wie heißt Die die denn meinen, noch? das ist die Bierkette. Nee, die 3-1. Gibt es nicht da eine so mit. Nee, gibt es wahrscheinlich doch nicht. Also machen die hier, backen die hier. Geht das? Backen die runter, nehmen vielleicht noch ein bisschen weiter runter, dass das der D, oh, das geht sicher nicht. Das geht sogar. Dass der D ist, dann kann man die hier reinschieben als O. Hab ich überhaupt so viele UMs? Hätte ich noch ein UM. Das ist scheiße, aber was soll's? Die aber zu lassen. Könnte man noch mal lassen? Ey, muss ich nicht checken, oder? Da kann man mal kann es nicht, das ist so eine EA-Scheiße. Den hier zum L, den ein bisschen weiter runter. Etwa so zum RM machen, ja, perfekt. Dann lassen die so. Tun auch diesen Torwart rein, zu haben, weil es besser ist vom Tor, die ist von uns. Baumann im Tor, dann haben wir Osik wieder auf der Bank. Ja, ich denke ab, wir haben ja nichts mehr Besseres. Die auch nicht, ZM auch nicht, denke UM auch nicht. Denen noch, diesen Alessina, den müssen wir noch hier rein tun, nicht? Hätten noch Neue, der uns gar nichts bringt. Eigentlich nicht. Nö. Vor allen Dingen auch noch RAV, also der kann ja safe kein IV spielen. Denke ich mal. Ja. Mokoko kaufen, sagt es einer im Chat. Safe verkaufen. Ja. Rick als RM-Ersatz, aber Rick will safe Ersatz sein. Ja, schreibt mal gerne ein paar LM und IVs rein und vielleicht noch Stürmer rein, für drei Stück. LM IVs rein in die Chat. Weil unseren Substürmer da, den Jungen da, der Mutschi gefällt mir gar nicht. Gittens? Wer ist denn Gittens? Ich schon mal gehört. Gittens? Ich muss ja mal googeln. Ja, der war echt geil. Also Gittens? Gibt's nicht, oder? Oder wird der mit IE geschrieben? Nein, ich nur Gieselmann. Ich hätte noch einen guten Stürmer als Satz. Knonto als Sub, der Tempo als Substürmer. IVs, könnte man echt einen Bambo machen. Also Bambo, man echt die von Dortmund kaufen. Weil die halt gut sind. Und ich will Collins kaufen oder so irgendwas. Oder Koulibaly kaufen. Aber dein Papadopoulos gibt's gar nicht, oder? Den muss es schon geben, oder? Aber vielleicht spielt er bei Dortmund 2 nicht. Ist das der Ja, das hier? kann sein.
Ja, der hier. Okay, ja, der spielt bei Dortmund frei. Ja. Naja, drei Mannschaften habe ich schon. Diesen Gittens, Meloni, Barclay, Fink. Wer ist Barclay, Fink? Du meinst Brendle Fink, oder? Ah, der heißt doch Brendle Fink. Also nur alles und ah, das ist der Schweizer, nicht? Das ist der Schweizer, das ist gar nicht. Moukoko ist selbst teuer, nicht? Nee, ich habe den noch nie gekauft, ich weiß es. Sonst noch einen, melden wir noch einen Vorschlag? Nee. ST? Auch mal nehmen wir bei gut. Was gibt es hier was Bundesliga? Aber auf alle rein vielleicht eher ein bisschen. Ja, kann auch ein bisschen älter sein, da habe ich nichts dagegen. Ademi, wer kennt denn noch? Akono. Der ist da glaube ich auch noch gut, nicht ab. Was ist da rausgehen? Ja, ist halt eh holen. Bilder. Er gibt es nicht. Ist der Mann teuer? 4 Millionen, glaube ich, ne? Aber nicht. Haben wir Akone, wer ist auch. Akone? Wenn man jetzt diesen Grill Lacono von Feol. Mir. Marvin Ducksch. Du meinst Mitchell Duck, oder? Ducke. Marvin. Ducksch. Dupsch. Der gibt's nicht, oder? Och, ja, wie wird der jetzt geschrieben? Ich bin nicht so geschrieben, meine ich. Wird der mit CK geschrieben? Da. Oder? Das war auch schon älter. Wenn ich in der Schweizer Liga nachschaue, ob es da noch irgendwas gibt. Ah, das nehmen wir mit einer Schnuppe. Abubakar. Der ist auch geil eigentlich. Schachalow. Der Russe, aber der ist safe teuer. Aber ja, der hat eine 1,70 irgendwas. Nun, da haben wir schon. Wow, 37 Jahre alt. Nun, Goi ist eigentlich auch geil. Was sagt Gallen? Bin ich das letzte Bier. Oder mein Bimbi ist, glaube ich, auch nicht mehr so scheiße. Doch den hier und den hier finde ich gar nicht. Bubakar, Fofana. Schade, dass ich zwar echt teuer. Der war richtig geil, aber der ist absolut teuer. Aber Bubakar bin ich eigentlich auch noch geil. Jetzt kannst du dich zu. Und Amdouni. Der läuft raus. Warum nicht? Ja, ich war immer selber dieser IF, der Imeri, meinst du? Castriot Imeri ist aber auch gut, aber ist halt auch teuer. Ja, aber schauen wir uns den Nachweis, was wir Personen haben. Ich denke, das müsste auch schon reichen, nicht? Wir haben eh nicht viel Budget, wisst ihr, was ich meine? Wir haben hier 1, 2, 3 EVs, 5000 Stürmer und ein LF. Ah, vielleicht noch ein paar LFs. Okay, wir haben noch ein paar LF. Ich kenne LF. Was kennst du?
dir was sagen, aber ich glaube, das ist zu teuer. Wer? Den Schalker. LF? Ja, LF, LM, glaube ich. Sehr. Ja, sonst. Geht denn zum BVB? Nicht BVB weiterkaufen. Das hat Gamerball schon gemacht mit Schalke. Was? Dortmund leer gekauft. Ah, Lost! Ich guck Schalke, weil der Teil. Ich guck hier. Jetzt muss ich mal gucken zu einer Schalke, die denkt, wo ist Schalke? Da ist Schalke. LM. Hat's ja keinen drin. Ach, der wird ein Stürmer geführt. Wer? Schulinov. Ist nur verliehen. Ich hab bei Boni noch irgendwas Geiles? Was Junges, Geiles und was halt einfach so geil ist, was aber vielleicht einfach scheiße ist, aber gut, dass er halt älter ist, aber ja, mir ist das egal, von wo die kommen, ja sonst. Benrahma ist geil, aber der ist halt auch teuer. Ich denke, die sind allerletzte teuer, nicht? Ich kenne nicht. Ich kenne nicht. Kenne die. Kennst du den? Wen? Kenne die von Chelsea? Wahrscheinlich ein Wechsel, oder? Jonathan Wu. Kenne ich das jetzt so? Die, die ich kenne, sind alle zu gut. Zilos. Christos Zilos. Kenne ich halt wohl nicht. Bodytata, grüß dich! Aber Bundesliga kenne ich mich halt so ein bisschen aus. Weil ich halt meistens Bundesliga schaue. Das ist eigentlich auch noch geil, finde ich nicht. Der Tempo nicht. Das ist der Berisha. Die sind safe alle zu teuer, nicht? Der kostet nur 2,8. Ja. Den da. So, so, man, so. Wenn ich nicht, dann passen wir auf die nächste Tastung. Kevin Paredes, das hat irgendwas, nicht? Aber da hat kein Potenzial. Das ist der Palulu von Basel. Mika Schure, das kenne ich auch nicht. Schäfer. Du Tommy Vargas. Da ist Gittes, ja ich weiß. Ist Gittes LM? Auch mal von mir erkennen. Er ist auch, der ist fucking teuer. Wirklich, das hat irgendwas. Sag mal, diese drauf tun. Endo ist ja teuer. Endo. Ja, den nehmen wir über das Diptik, oder? Muss sein, ja. Muss sein, absolut geil, aber absolut teuer. Aber hier gibt es noch einen geilen OM nicht, diesen da von Luzern, der war von Luzern gekommen, gegangen ist. Von Köln ist er jetzt bei Köln. André Dutte von Schalke, von Hertha. Reina und Rainier sind da. Luis Schaub meine ich. Den hier verkaufen wir jetzt. Dann ist was leid. Matcher ist aber auch geil, nicht? Matcher. Der Matcher. Ja, das sollte man reichen, Leute. Julian Green. Genau, Green war das, nicht, dass ich meinte, Green.
Der einzig Gute von Fjord. Haben Sie den nicht dran neu gekauft auf diese Saison? Gute Frage. So gemeint. Also, der Potenzial ist gut mit diesen Daten, trotzdem hat es nichts gebracht. Also, habe ich genügend gescoutet, oder? Wir haben drei IVs, immer noch ein bisschen Marker. Finde ich jetzt drei IVs. Wir haben ein LF, dann haben wir fangen wieder Stürmer. Ein paar OMs und noch ein paar LMs. Er ist fucking klein. Der hat gute Spezialbewegung. Das gefällt mir, Alvin. Ja, noch ein paar IVs von Schalke abkaufen. Die brauchen eh Geld. Einmal so schauen, was es da für IVs noch gibt. Beifuß, Breitkreuz. Ja, ein Elveni? Ist das scheiße? Ein Schweizer. Was für Schalke. Ja, da jetzt ein Schalke, aber der ist ausgeliehen, aber der ist geil eigentlich, nicht Itakura. Sehe ich Kaminski? schon, ja. An sich ist er schon geil. Mario ist Lodi, ist der geil, ist der auch wieder alt. Warte, Pfeiffer ist eigentlich noch geil. Nicht Pfeiffer ist auch geil, oder? Was ist da? Büro. Vincent Schwabe, Thiago ist geil, ist teuer, oder? Ist er teuer? Malik Thiaf teuer. Auch mal drauf tun. Hauke Wahl holen wir noch. Westphalie, okay, jetzt haben wir auch nichts mehr Platz. Hol doch bitte nur Knote. Wer ist nur ein Knote? Du hast einen Safer geschrieben, Kollege. Noel, du meinst den hier. Läuft sogar aus. Ich packe ihn mal rein. Ich will ihn auch noch nachkaufen. Ich sag, wir simulieren mal. Was meint Melvin? Wir haben schon unsere Liste an, was wir da so drauf getan haben. Immer so aus rein. Prinzipiell sieht man hier nicht gut, was wir drauf getan haben. Also unsere Liste haben wir vier drauf. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Laien drauf. Haben wir eigentlich ein großes? Groß, Hört sich doch nicht schlecht an. nee, mit unserem Kader her. 8-wertiger Kader, ja, perfekt. Ich weiß, den setzt sogar zu viel drauf. Ich sage, wir fahren jetzt auch nicht, wir fahren einfach mal rein und das wollte ich gerade verhindern noch. Ist das dieser LSGL oder dieser da? Wie heißt der? Das sieht aus wie dieser da, Frauenrechte, Menschenrechte, da wieder bei dieser WM, dieser Pokal. Ich denke, hier diese Wilhelm. Oh, ich habe schon ein Angebot gekriegt für Podani. Für 1 Million? Wenn die uns 1 Million geben, gebe ich ihn gerne ab. Für 1 Million gebe ich ihn gerne ab. Was sagst du mir zu Jugendberichte? Ganz stark. What the fuck? Aber der hat ein ganz kleines Potenzial. Den Torwart, den müssen wir, glaube ich, übernehmen. Ja, übernehmen wir mal. Ich will wissen, ob der auf sein Potenzial kommt. Was meinst du?
Der ist ein neuer Ding. Wie heißt der? Der für mich Spezialbewegung. Und der hat 74 Tempo. Perfekt. Und der hat 10 Fangsicherheit. Ich mach dir mal Bam, nimm auf mal. Wie die jetzt wissen, ob der wirklich auf irgendwann auf eine 80 hochkommt. Also ich denke, wissen eher vor. Wir können immer. Ich mach mal eine Challenge. Was denkt ihr? Sind wir eher Champions League-Sieger? Oder hat der vorher eine 80? Das ist doch eine Frechheit von ihr. Naja, stürmen wir, ja, ist schwer. Da ging Wilhelm 2. Ich denke, das gehört das stärkste Team von allen, nicht? Und wir holen gar nichts raus. Außer dass sich ein Spierings verletzt. Davor Chelsea-Sieger, ja, sage ich ja auch. Ja, nee, verkaufen sei ich bin nicht. Leiden aus. Oh, Maric, auch noch ein Angebot für Maric. Aber den kriegen wir gar nichts mehr. Ich werde noch ein bisschen delegieren. Ja, ein bisschen mehr Budget. Ein bisschen mehr geht schon noch. Ich delegiere meistens. So gibt man 10 Zellen mehr Budget. Übereinkommen mit Maric leider. Wir haben nochmal ein Angebot gekriegt. So, ein bisschen mehr. Und Bodine angenommen. Aber 13 zum Versand nehmen wir an, oder? Ja. Dann Bodani für 1,5 nehme ich auch an. Das ist auch mal ein bisschen mehr Budget. Ja, ich brauche keinen Ersatzspieler. Wir haben hier eine gute A11. Mit keiner Ausdauer, die also alt sind. Wir gewinnen. Hauptsache, Rühr kommt ins Stiegler rein. Macht doch Sinn. Macht eigentlich keinen Sinn, weil Ziegler ist IV. Ich weiß. Das war ja auch mehr so ironisch gemeint. Aber ja, gut. Wir haben Scout-Abschluss für Castriot Imeri. Wir haben sogar mehrere Scout-Abschlüsse. Wir haben Maric verkauft. Weil der hier, ja, logisch ist der weg. Okay, wir haben schon ein bisschen mehr Budget gekickt. Wir haben sogar. Büro. Budget von 2,7. Nicht gerade allzu krass. Wir können ja diesen einen IV da. Den Knoten da mal. Eigentlich wollte ich den Knoten auch scouten. Kann ich nicht. Weil ich nicht scouten kann, aber ich kann nicht scouten. Muss ich nicht verstehen, oder? Naja. Angeblich haben wir kein Geld gekriegt für die verkaufte Aito. Jetzt ist Dani weg. Nochmal 750.000 und noch Sabatini. Geht da mir? Geht da eine Million? Ist das zu viel? Er hat das noch 25 Wert, das heißt sogar über dem Wert, das ist natürlich alt. Ich weiß, dass ich aufregt. Ich weiß, dass ich aufregt. Weil er schon Fuß noch ist. Er gewinnt 3-1. Mit dem Safe weit, noch auf ein bisschen Geld. Gefällt mir. Also, mir nicht gefällt, war auf 59er IV in der IV. Hat sich das der andere verletzt? Den haben wir verkauft. Ah. Egal, wo ist Rüegg? Guck gerade nach IV, nicht? Ja, Rüegg kann IV. Dann spiel mal IV. Das macht auch so viel Sinn, Leute. Das macht auch so viel Sinn, oder? Der hier, der ZN und ZDM kann, kann kein ZM. Aber der hier, der kein IV kann, kann IV. Macht Sinn, oder? Macht Sinn, oder? Schenkel, so Budget ist geil. Oh, wir haben einen Leinwurf für Saipi. Da hast du den Kollegen, Noel.
Sogar 2 Jahre, ja, nehme ich an. Weg gehst weg. Bisschen Preise gekriegt von 1 Million. Ich kenne den Verein gar nicht. Nick Nietzschmingen. Klingt ein bisschen holländisch, aber es steht hier auch geil. Ho Kwong Sai. Oder Xang. Ho Kwong San. Xian. Wir verlieren. Weil Sissoko uns zerstört hat. Verdammte Spieler gegen Kriens. Im Wochenende meinst du nur? Ja, mal schauen. Aber ja, gewinnt. Übereinkommen mit Sabatini verkauft, oder was ist das? Ja, für 680. Ich muss sie für eigentlich annehmen. Da ist mehr, hofft immer mehr. Ging nicht. Wir haben nochmals 8000 Geld gekriegt. Da haben wir jetzt ein Budget von 4. Ja, 4,8 vor der Krieg, finde ich. Malik Ciao, nochmals ein paar Scouts. Fängt ihr unsere ersten Spiele an? Euer Ernst? Euer Ernst, Liga? Oh, ciao, teuer. Möchte mehr, wenn die Transfers machen? Mach du mal. Alle Scouter aus dieser einen, die man nicht scouten kann. Wir haben sogar 5 Millionen, Lukas. Fett, 5 ist fett. Kann man vielleicht sogar 3 Spieler kaufen. 3 Spieler wären geil. Ein SD, ein IV, LM und vielleicht noch ein SD wäre schon geil. Machen wir mal IV, aber IV aber auch mehr safe. Collins wäre stabil, gut, das wäre ja besser, aber auch einiges teurer. Und der hier ist etwas leicht teuer wie der hier, also ein bisschen teurer noch, aber also auch besser. Und Pfeiffer ist halt nicht zu teuer. Und ja, den kann man nicht schon mal wegwerfen. Und Knote auch. Ich hätte, was sagst du, Marvin? Lieber auf den Collins gehen, bis günstiger. Oder lieber dann hier teurer zu kaufen. Ich denke, Pfeiffer ist teuer, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Sagst du lieber eine für 2, 300, eine, ich hätte gesagt, entweder den oder den. Also wenn wir den hier für 1-1 kriegen, wäre es halt auch geil, nicht? Elf. So, wir versuchen es einfach mal. Und Geld ist die Schuhe auch gestartet. Samstag bei Thun gibt es eine Bio-Show. Oh, geil. Sagst du nochmal 1-1 bieten oder was sagst du? Frechsein? Ja, Frechsein, oder? Oh, ne. Alte Vorausgebühr. Nehmen Sie an. Fett. Das ist geil. Ein Kulibali für 1-1 gekauft. Maxim Black, moin, grüß dich. Er ist doch eine Rotation. Frag mich warum. Das ist doch eine der besten IVs. Bin ein nicht so der Fan von dem scheiß Bonus, gebe ich mir lieber ein bisschen mehr Gehalt. So 100, also 100 mehr. Hab ich dir erkennt in der zweiten Liga. Also ich habe mal einen IV gekauft, dann kann ich rückwärts auf die Bank, weil den will ich gar nicht fördern. Weil der eh nicht da bleibt. Kann den Koulibaly rein. Jetzt haben wir eine gute IV-Wende mit Koulibaly, Jung. Dann hier einen, der eher, der auch noch weg. Oh, die müssen beide noch weg. Oh. Sonst haben wir sogar 2 IVs kaufen, was mein Melvin? Wissen wir ja fast nicht. An sich schon, ne? Lieber 2 IVs und ein ST statt ein LM.
Lieber zwei Evas. Ich frage jetzt an wen. Papadopoulos kaufen oder lieber ein Collins kaufen? Weil ich jetzt nicht viel mehr, weil ich das Recht nicht mehr habe dafür. Tauschen wir, was meinst du, tauschen wir Papadopoulos? Tauschen, also mein, meinst du, machen die? Sollen wir versuchen, Melvin, Tauschangebot zu machen? Kann man mal versuchen, ne? Tauschen wir mal weiter, Melvin, tauschen. Du meinst, unser IV, den Zirkler, tauschen nach, plus noch 1, 2 anbieten. Bisschen viel nicht. Ja, aber günstig, meine ich trotzdem. Machen wir trotzdem mal, oder? Ja. Boah, Stigler plus 1,7. Dass Stigler weggeht, finde ich okay, aber das halt. Nee. 1,3 ist mein nächstes Angebot. 1,3 plus Zähler. Es geht auf hoch. Lachhaft. Okay, ich mach noch 1,4. 1,4,5, 1,4, welche mache ich noch? Ich gehe niemand weiter hoch. Was ist das für ein Bullshit? 1,5. 1,5,10, da. What? No front, Leute. Die waren mal 1,7. Das war eine Verarschung. Soll man ein 7 machen? Was meint Melvin? Zu viel? Zu viel an 7? Eigentlich nicht. Also, ja, aber das ist wirklich letzte. Sollen wir noch bei 6 Mal weitermachen? Wir gehen lieber 2 hoch, auf 2000, 2 Millionen hoch. Und nachdenken. Stürmer? Mal schauen, was wir nicht gebrauchen können, weil die teuer sind. Ja, der ist zu teuer. Dux. Kann man eh schon mal weglaufen der Liste, oder? Dux geht weg. Aubacker. Würde drin liegen. Amdouni. Ja, halt geil. Junges Alter und schon 67 wäre halt absolut geil. Lungoi, ja, Akono. Find ich einen Akono teuer irgendwo her, nicht als täuscht zwar. Mokoko bei 4,8. Bisschen teuer, nicht? Der ist mir teuer, finde ich, nicht? Ja. Nur von euch weiß, aber ist mir zu teuer. Knunto? Uff. Ist aber auch geil. Joa. Teuer, aber geil. Weil der hat halt auch geiles Tempo, der hat halt 90 PS oder irgendwas. Das stimmt. Also nicht ganz teuer, aber der hat 81 und dann 81, 88, 85. Bartle Fink, nicht so viel Tempo, der hat auch so viel Tempo, ja, und der hier, der hat auch gut Tempo, finde ich. Abaka hat auch gut Tempo, am Duni nicht so. Ich muss den WhatsApp schauen. Warum WhatsApp schauen? Ich habe mir ein Foto geschickt. Oder kannst du schnell warten, Melvin? Wie lange? Sag ich, kaufe ich einen Spieler, nachher kann man den Rest eh simulieren.
Da kann man dann anstellen, häufig auch schon was trinken dann, Simulation. Kauf, was meinst du zum Kaufen? Kennst du Ulrikis von Sion? Jetzt erstmal nichts. Ja, I know. Ulrikis, den hier. Mascout, 9 Tage. Ich spiele gar nicht bei Sion. Ich spiele gerade bei Chambu. Fink lohnt sich. Er automatisch sein Machtwert auf 2, auf 3 zu verbessern. Ja, ich warte noch ab, hätte ich gesagt, oder? Kann man ja nicht irgendeinen anderen reintun? Den hier? Ah, doch, das passt. Gegen Zürich kann man mal verlieren. Obwohl die hinter uns sind. Kaputt Klaus. Okay, wir wollen noch eins einholen, weil Amura, unser neuer ST, das Tor schießt. Wir warten noch schnell ab. Erstmal wegen dem Angebot für. Er war es, Collins. Einfach inakzeptabel, so auf Schnauze behalten. 1-9, ja genau, er geht hoch. No, 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 no. Ich kaufe einen anderen, ich weiß, ich kaufe einen anderen. Geil. Die gingen hoch. Es ist Angebot Egal. 1-7. Dann sind halt die scheiß Dortmunder. Ist Angebot 1,650. Ist Angebot. Ist Angebot 2. Weiß ich. Ist Angebot 1,7. 1,7. Aus Protest würde ich jetzt auf 1,3 runtergehen. Ich gehe da mal runter. Was war ich vorhin? Bei 6? Was war ich vorhin? 1,650. Ich gehe da 1,6 runter. Gehen immer noch hoch. Ah. Ich mache jetzt noch das letzte Angebot 1,7. Aber ich werde nachher noch einen anderen kaufen. Schauen, ob der günstiger ist. Wenn schon, werde ich auch nicht öffentlich annehmen. 1,9. Okay, jetzt gehe ich runter. Jetzt gehe ich runter. 1,650. Gehen die da hoch. Was war das für ein Scherz? Okay, jetzt Angebot 1,7. Mehr geht nicht. Habt ihr abgelehnt? Ja, haben die. Okay. Den Ball. Collins? Oder Pfeiffer? Sag mal, Pfeiffer? 2,9. Oh, kritisch, oder? Wir haben noch ein Budget von. Von 4. 2 würde ich gehen, oder? Etwa. Soll ich mal 2 versuchen und ihn dann auch mit deutschen Spiel abgeben? Weil Pfeiffer werden sich schon geil. Auf jeden Fall. Ich biete mal. Genau, 20. Wie von den 2-2? Junge 2-9. Biete einfach mal 2 und noch einen Verteidiger, einen Zierler. Und soll ich lieber den. Ich biete lieber einen Zierler an. Der andere kann es weiter ein bisschen verbessern. Das geht, ich gehe nicht gleich runter. Das geht sogar voll, finde ich nicht. Angebot von ihnen. Wenn ich noch 2-1 für mich hochgehe, würde ich fix machen. Es geht auch hoch, was? Geh 2-3, geh 2-3 runter. Hey, was? Halt ein Stück Piste, seid ihr doch. Also ich auf Pfeife mit 2-3 nehmen. Du musst einen Titel abgeben, was meinst du? Ja, kann man, glaube ich, machen, oder? Die wollten 2-9. Der ist auch Schlüsselspieler. Ja gut, habe ich jetzt gemacht. Vertrag 5 Jahre. Weil das ist eine 70, das ist geil von unserem Verein. Gehalt. Aber mal 6 Millionen, das müsste dann passen. Ja, der 6.000 mal. 6 Millionen, genau.
Millionen. Mehr als Messi verdient. Fink lohnt sich. Aber ich hab's noch nicht mal gesagt. Er ist auch unser Stürmer. Fink kaufen für die Bank. Knunto kaufen. Oder ein Mukok oder Akuno oder ein. Warten, warte noch auf Ulrikas. Stimmt. Ich denke, mehr werden wir auch momentan nicht holen. Weil ja, wir haben eh erstmal nicht mehr Geld, einmal unser Kader gar nicht mal so schlecht. Ah, da, ich hab gedacht, wo ist Pfeiffer? Gundi fahren los gegen Lugano. Das ist unser Steiner, Ehrenmann. Der hat 0 Biss. Aber der Tempo. Und das ist spezialfähige Fähigkeit von 5. What the fuck, der ist 90 Kilogramm schwer, 91 groß. What the fuck. Was ist das für ein Klotz? Sogar die ist leichter und größer. Ja, es war ein düsteres Kapitel mit St. Gallen und Lugano. Nicht drüber sprechen. Warum ist nur ein 60er? Ein ZDM? Weil wir nichts Besseres haben. Ich kann auch kein ZDM im ZOM spielen lassen. Aber zu hätte ich gesagt, oder? Ein bisschen scheiße aus, aber mir egal. Ich werde dann Kino ein bisschen weiter nach oben tun. Ein bisschen LF-mäßig. Kann er schon. Kannst du schon, mein Freund. Kannst du, mein Freund. Ein Spiel mit gegen Servette. Gegen Servette. Ja, ein Punkt oder, ist auch gut. Oder wie auch einige sagen würden, gegen die Servierte. Ja. Mr. Werser, Gameboarder. Ich glaub schon, ne? Ja, Servette mit Stefanovic. Gott, am Schluss von Ulrike. Bin ich mal gespannt, was der kann. Ich bin gespannt, ich habe nichts gegen Vorschläge von euch. Ulrikes 73, Jo, das ist ein Lette. Ich weiß gar nicht, dass es einen Lette gibt, der so ein gutes Rating hat. Lette? Noch Ulriken. Was ist das für ein komischer K? Warum ist das ein komischer Strich unterm K? Was sagt Melvin zum Kaufen? Auf welcher Position jetzt? ST. War schwer. Amendoni ist halt auch ein bisschen teuer, aber wäre auch geil. Und lieber so ein. Ich finde Ulrikes, Rayuk reizt mich jetzt nicht so. Du gehst an Macher, schreibt einer im Chat rein. Mit scheiß Tempo und scheiß Beweglichkeit und scheiß Balance. Aber guter Stärke hat er, gute Stärke hat er. Also mit dem macht der Melvin keine Freude. Nee. Sorry, Gundi, mit dem macht der Melvin keine Freude. Muss er leider wieder weggehen. Oh, die holen OM, formen den um. Nein, machen wir nicht. Ja, Melvin, was sagst du? Aubaka, bisschen alt, aber da ist das auch beste von allen. Für einen guten Preis. Lungoi, ein bisschen zu schlecht finde ich ihn.
Aber ist der genau gleich schlecht. Der hat ein bisschen mehr Tempo. Morgoko ist zu teuer, oder? Kann man weg tun, oder? Na, ja, wahrscheinlich. Leider. Knunto. Auch geil. Brandley Fink, kenne ich nicht. Akono. Sag mir jetzt nicht raus, Akono. Was meinst du? Ha, ich bin bei. Ich bin ja immer noch bei Kollege. Akono. Akono? Ja. Oder bei dem Kollegen. Bei Leffing? Ja. Kannst du erstmal versuchen zu verhandeln mit ihm? Können wir eigentlich mal versuchen, oder? Willst du versuchen? Na, komm, mach du mal. Du kannst also gut verhandeln, habe ich vorhin gesehen. Sie hochgehen? Ich kann mir einen Tausch anbieten. Haben wir irgendeinen für einen Tausch? Wir haben nur zwei. Nope. Noch irgendeinen alten, der weg muss? In der IV, ja. Ja, ich habe ja doch gar keine mehr. Ja, ich auch nicht mehr. In der Patrouille wird das weg wissen. Aber ich denke, die möchten die eh nicht, oder? Plus noch eine Million. Ja. Was für fucking nette, den brauchen wir doch, Kollege. Ich biete euch mal eine Million und 50 an. Fairer Preis. Spotpreis für Brandley Fink. Okay, Spotpreis für 1.000.000. Ohne Weiterverkaufsgebühr. 1, 2. Eigentlich wollte ich nur oder gehen die massiv unter dem Wert, als sie vorgeschlagen haben? Ja, manchmal. Ja, nicht 1,5, ich meine 1,50. Hoch. Also, hat gefettfingert. Ja, fix Brandley Fink. Dachte doch, dass der war bei 1,8 bis 2. Der will richtig haben. Ja, mir egal. Submensch, auf 5 Jahre mach ich. Gehalt. Ich gebe dir 600. Nope. Ach, der geht hoch, aber geht er nicht hoch? Hm. Was? Hat abgelehnt. Die mehr gegeben, dann nimmst du ab. Frechheit, mein Kollege, Frechheit, egal. Oh, jetzt ging's vergangen. Der hat weniger Punkte, nein, der hat mehr Punkte wie wir. Ein Wort für unser Super-Torhüter nehme ich an. Okay, mach mir einen. Ich mach schnell Scher neu für einen Kollege dann, nachher. Mach jetzt schnell Scher neu. Also werden wir das schnell durchstimulieren, nachher noch versuchen, diesen Brandley Fink zu kaufen. Weil. Und sonst nehmen wir, keine Ahnung, in Übereinkunft mit dem Crowdstar. Dem hier. Und sonst kaufen wir Ulrikes. Wir gewinnen 1-0. Jawohl, St. Gallen. Die haben Song L gekauft. Song L. Okay. Ein Transferangebot für Lovric. Warum mache ich nicht? Nein, vergiss das. Ich brauche auch kein Geld mehr eigentlich.
Diese Woche gab es irgendwie kein Spiel. Maros, war Moro Solo hat mit meine Maus gegen Ibe. Und Osigwe kann ich noch verkaufen. Den will ich auch nicht verkaufen, den will ich behalten. Als Ersatztorhüter. Sonst ist das und das, sonst haben wir nur diesen 23er. Oder? Wir haben noch einen anderen. Wir haben noch den hier, Mucci. Nur Steiner. Und Steiner. Oh, nee. Okay, wir nochmal diesen Bradley Fink. Wo ist Bradley Fink? Da. Wir haben ihn für 1,150 gekauft. Ich biete nochmal 1,150 an. Die zahlen safe nie zu wenig. Oder? Ne, nehmen Sie an. Okay, habe ich getäuscht. Ich gebe jetzt einen Tausender. Nimm die wieder dann nicht an. Eine Miele, meinst du? Jetzt wird. Nee, nee, nee. Rotation bist du, mein Junge. Roter. Er will richtig haben. Von so einem Arsch. Ist jetzt schon unsympathisch. 5 Jahre, so vorhin auch gemacht. Keine falsche Summe. Jetzt da, 1000. Das Doppelte, mein Junge. Du gehst gerade kein Stückchen ein Bonus. Von 15.000. Da, nimm an. Jetzt ist es fair. Das hätte ja eine Klatsche, sagst du ja. Mir egal, ob du wichtig bist oder nicht wichtig willst. Du bist schlechter als der hier. Du siehst sogar weniger Schuss als der hier. Ja, hast du. Also, auf die Bank mit dir. Ich denke, wir werden jetzt durchwaschen, weil wir nichts mehr kaufen möchten, nur das verkaufen möchten überhaupt noch. Lavanchi. Also verkaufen nie, oder? Ich will eigentlich das behalten. Also Edeljoker. Wir müssen nachher noch Verträge verlängern. Gegen Ibe. Kann man eine Reaktion zeigen. Machen wir nicht. Sogar die haben sogar Rucke gekickt, gelb-rot. Elia. Außen gewonnen. Das ist der Ibe-Bonus. Baumann. Ich bestimmt verkaufe. Wir haben sonst niemanden mehr im Tor. Der geht definitiv noch eine 80 hoch. Vielleicht. Unser Rating geht runter. I don't know why. Wir unsere Finanzen abchecken. Wo haben viele die auch? Okay, wir haben nur einen ausgeliehen. Der will nicht mal verlängern. Was ist das für ein Witz? Was ist das für ein Witz? Witz vom Da, du hast Schiedsrichter sogar Fritz. Schlüsselspieler. Kennst du den Schiedsrichter Fritz? Nee. Ja, der macht immer Witz. Der macht immer Witz. Wir geben dir sogar 6.000. So, nächster. Nämlich dieser Custodio. Der macht's. Ja, auch nicht, weil er zu gut ist. Das ist halt auch, das ist halt echt geil. 23, 71. Denke, der C bei eine 80. In 3, 2, 3 Jahren. Gibt es sogar 7. 7, 2, ein bisschen mehr. Das machst du wieder rum. Nö, ich krieg zu wenig Gehalt und dies und das. Nochmal so. Dann Gudotti finde ich ein bisschen wenig. Ich gebe mal nur eine 1,4. Macht er. Juri. Habe ich alle, oder? Ich da? Hab ich alle? Glaube ich, oder? Ne, Lamaschi. Noch vergessen. Der will auch nicht wieder.
Alle Sätze, die wir nicht sicher haben, möchte ich euch nicht passieren bei Lugano verlängern. Dann der nächste, genau, Mann, der will vor allem viele Pitcher haben. Wir haben noch einiges. Ich gebe da eine 8,5. 8,6 sogar. Bin großzügig heute. Der nächste läuft viele aus. Das geht sogar noch, oder? Ja, es geht sogar noch. Aber 89er Trainerwertung läuft doch bei uns. Ja, wir sind Fünfter, über Hälfte. Abstand auf Nielsen. Lovic noch, den wir vielleicht noch verkaufen, möchte ich nicht verkaufen. Noch nicht. Jetzt gegen Sio. Ich meine, sie ist nicht mal unter den Top 7, na, vielleicht sind sie erster. Die haben eine 5er Kette, what the fuck? Und Fink macht das Tor. Fink kommt ein und macht das Tor. Respekt. Respekt an Fink. Fink! Ah, da haben wir die Personenwerte noch. Bin ich mal gespannt, ob der hochgeht. Glaubst du? Das dauert ja neun Wochen oder so irgendwas. Nee. Dadum. Haben wir jetzt nicht einen Fehler gemacht? Nee, eigentlich war es aber geil. Weißt du, warum es geil war? Eigentlich war es ein bisschen unnötig, zwar auch ein bisschen. Nee, eigentlich war es geil. Weil jetzt kann Lovric. Er wird dagegen. Ah, das ZM agieren. Den kann Ascendings muss das OM agieren. Da kann man hier ein Fakinetti reintun. Das angeblich nicht kann, obwohl das kann. Schnauze halt nie. LAV, wieso sollte der LM können? Weil es drauf steht, LM. Da steht auch Position LF. Hauptsache, was ich nicht checke bei ihm. Der jetzt laut der Position hat der ja nix. Der hat kein Minus. Der Minus 6, aber der hat nix Minus. Ja, aber ist er irgendwie los? Warum steht da Position von LAV auf LF, obwohl wir hier LM einstellen? Muss auch keiner verstehen. Ja, ich mir. Ja, sonst haben wir nichts mehr, ne? Noch ein Juri. Aber dafür lassen wir es einfach mal so. Ein bisschen viele LVs und IVs dabei. Na, wir haben die, das sind der Flügel für uns. Zum Beispiel auch der hier. Ist ja eh besser. Ah, guck mal, jetzt steht aber auch LM drin. Wechsel nochmal die Spieler, ob dann bei dem anderen auch LM drin steht. Ne. Aber es steht auch LM drin. Ah ja. Keine Ahnung. Aber wir machen könnten, wenn wir das möchten, dass das Dave nicht mehr lohnt, weil es Dave nicht mehr geht. Ja, dann fucking Netty gehen. Es ist schon 30. Also lieber den anderen, ne, den Jungen. Ja, wenn ich den Trainer als... Was der 500 Jahre dauert. Und dann will ich sogar nicht sogar... Wenn ich zu... Ja, ist nicht besser, oder? Nee. Also der hier hat dann nur ein Minus 3. Ja, egal. Egal. Jetzt spielen wir trotzdem mit ihm, oder? So. Jetzt noch letzte Dinger da noch abchecken. Oh, die haben 7 Millionen ausgegeben.
Nussemberger verkauft. Immobilie trotz Transfers, Immobilie. Sonst Basel, nichts gemacht. Und der Betrieb verkauft. Wir haben ein bisschen mehr ausgegeben, wir haben aber doppelt so viel. Siot, ich habe Lund gekauft. Kann hat Song Long und Kohli gekauft und Ruiz verkauft. Haben nur Cicek geholt. Imbadom die geholt. Smith. Und die haben Stefanovic gekauft. 10 Millionen. What? Bruder. Was ist das denn? 10 Millionen. 10 Millionen. Das ist Steffi. Der ist schon 30. What? What? Da komme ich nicht klar. 10 Millionen für Steffi. Hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch gemacht. Wie alt ist der? 30. Nicht sogar ein bisschen älter. Wie kann man denn da 10 Millionen für ihn? 31. Hat etwa eine 72. Stark. Und die haben das Geld wieder zum Saufen. Das will lieber saufen mit dem Geld, als was zu kaufen. Aber 10 Millionen. So, ich denke, wir haben nichts mehr verkauft. Petretta noch? Ja, ist der Jüngste, ja genau. Mit 25, wie viel alt das ist. Also, wir werden jetzt im Fall schauen, was wir sonst noch. Wir haben Geld nach etwa 1 Million übrig. Wir haben noch 2 Spieler, die wir verkaufen möchten. Und ein paar Ausleihen. Aber sonst haben wir es nicht schlecht gemacht, finde ich. Sag mal, wir werden jetzt schnell, ich werde schnell was Ding tun, was Melly macht. Werden wir schnell bis in den Januar simulieren. Ich bin mal eben schon auf Toilette. Genau, ja, simulieren, dass ihr was nachher habt. Bis gleich.
Melvin? Auch nicht da? Also ich habe noch ein schönes Hackifett. Melvin? Und nicht da? Ups, sorry. Immer noch Pokal irgendwo. Wir haben gewonnen. Keine 3-1. Melvin? Warte machen. Wo ist ein Dritter? LOL, alle Punkte gleich. LOL. Und hier letzter mit 9 Punkten. Nicht jetzt? Alle Punkte gleich. Einfach alle gleich als Siege und Niederlagen. Ne, M10. Sehr gleich wie Ibe. Basel hat einen Sieg mehr. Eine Niederlage mehr und dafür einen Sieg mehr. Okay, macht aber Sinn. Ich habe irgendwie Überraschungen in so Cup. Also ich finde das schade. Aber wenn nicht mehr dabei sind. Sind wir echt ohne eins rausgeflogen? Wer schießen? Euer Ernst? Nicht gegönnt? Was hat er hier? Gewinnt Chelsea gegen Villarreal mit 3-0. Ja, Leipzig, letzter, dritter Punkt mit der Klubbrücke. Erstaunlich. Milan auf raus, okay? Ob man ein dritter. Hoch? Wir sind unschuldig. Viking FC, okay, 0 Punkte, minus 10. Wir haben 0-0-6. Real unter Inter, okay, erstaunlich. Bayern, Barca, Benfica. Und ich habe 5 Punkte, gleich wie Bergamon. Oh, das ist doch die Friends. Wir haben alles gleich und sind trotzdem einfach raus. Also gegen Bergamon 3-3. Und nur, also gegen Bergamon nur Tafel Sonne. Wir haben die gewonnen. Gemenu 3-1. Huch! In Menu gewinnen die einfach 3-1. Und wir haben da Punkte geholt. Einmal so scheiße gespielt bin ich, habe nur unnötig gegen Bergamo verloren, Minute 2. Ich würde sagen kann, ja, ich bin logischerweise letzter. Aber Wolfsburg 2. und Lille draußen. Und Louvre vor Malmö. Okay. Olympique Lyonnais, Sparta Prag, Rangers, dritter, fliegen runter. Ja, das ist das unter einer von Monaco. Leicester vor Neapel. Marsch vor Apollo, okay, Fenerbahce. Also die Türken haben mich echt enttäuscht, dass Frankfurt weiterkommt, war ja klar.
Da bin ich runter, Marseille wieder runter. Unter Gaia und Latium, okay. Aber geht dabei, okay. Mittelland ist weiter und Prager auch, okay, genau. Scheiß Gruppe gehabt. Prager. Wir haben Unsinn gespielt. Gegen GC, nee. Ah, gegen den FC, Mittelland. Leverkusen, Betis, Celtic. Und West Ham gegen Dynamo. Zagreb und noch. Scheißegal, in welchem Stadion. Helsinki auf der Ostor. Egal, Typ, wie der verletzt hat, so muss das. KAA Gent, Roma, Rangers, Feyenoord, Union Ritter. Boah. Aus. Oder? Basel Oder Zweiter. wie? Ja, gut. Hätten die Erste sein müssen. Basel gegen Celtic. Boah. Was bitte? Was ich ob, hast du gesehen mit Ibe? Nee, was habe ich gesehen? Mit Ibe? Champions League weitergekommen. Er sagt nur bittere Pille. Aber Ibe einmal 3-1 gewonnen gegen Menu. Ja, für ihn wieder so ein bisschen, ne? Ja. Bayern, ein Punkt mehr wie Barca. Hast du mal unsere Liga gesehen? Ich sage nur, wir haben alle gleich viele Punkte. Wie alle. Ja. Okay. Ich denke, wir kaufen nichts und darf mal verkaufen, wenn er was weggeben möchte. Ah. Der hat keinen Rücktritt geholt, weil er dann nicht spielt. Stirb ich eigentlich auch nicht. Ja, die sind alle scheiße. Hey, die sind alle gut. Hat sich unser Super-Torhüter schon verbessert? Baumann, ging hoch, plus 2. Und der hat auch plus 2, wow. Steiner. Steiner, Junge, du Maschine. Kann man denn irgendwas mit Tempo entwickeln? Oh, der hat 75. Alter, der kann als Stürmer antreten. Lass mal das drin. Das gibt mehr Tempo. Ja, wir müssen nochmal weiter simulieren. Ich denke, wir werden eh nichts kaufen, weil wir eh kein Budget haben. Also du sagst, wir sollen einen günstigen LM kaufen, wie viele Millionen? Nee. Also theoretisch hätten wir 2 Millionen Budget. Theoretisch. Kann man unseren Knusti schon, unser Venezuela schon verbessern? Nee, oder? Dauert noch 8 Wochen. Also wir werden einfach mal weiter simulieren und schauen, was da so reinkommt. Und das hat Imeri bekannt. Laie für Juri. Laie. Juri, Laie. Nie, oder? Der Juri. Mir aus ne Kurzleihe, mir aus ne Kurzleihe, aber der kann man von mir jetzt verkaufen. Wenn der viel geiler, wenn unser Torhüter weggehen würde. Ja, nehmen wir an. Hat er nichts dagegen. Mutti ist er, ne? Das falsche Torhüter.
Wenn ich sogar 2 Jahre mache, dann könnte man sogar. Kannst du verkaufen? Nicht für unter Wert. Mach mal einen Fahren. Wie viel würden die überhaupt gehen? Nur 2, 4. Mal schauen, ob die höher gehen. Wir sind mal so frech und sag, wenn die uns 2,5 geben, wie gebe ich ab, oder? Bei 2,6 gebe ich ihn ab. Wenn wir dann noch einen fetten LM kaufen mit 4 Millionen Budget. Yugi weg, Mutschelei, Custodio. Will ich eigentlich nicht abgeben, weil der ist unser bester, alles noch bewährt. Gut, so, den will ich jetzt nicht abgeben. Mutti abgelehnt, warum lehnen die ab? Paghetti. Den kann man verkaufen, nicht? Die Legion, sowas, die Legion. Magnetti abgeben. Ich nichts dagegen. Ja, damals war teuer, hätte ich mir gedacht. Dann kann ich nochmal für 2 Millionen neuer LM kaufen. Alle möchten unsere Bauern abkaufen. Fuck, nicht die für 1,8 finde ich ein bisschen wenig, du. Warte mal. Geht da keine Million? Komm, Junge, da geht 1 Million. Ich bin mal frech, gehe auf 1,1 hoch. Nein, vergiss das. 1 Million. Ich bin wirklich. Ich bin so. Nein, du bist schon. Okay, ich geh noch ein bisschen runter auf 59, aber mehr mache ich nicht. Warum mal, will ich nicht abgeben. Oder? Ein relativ okay im Alter und. Nein, vergiss das. Ich frage, ob er annimmt. Liebe noch, Liebe. Haben wir verkauft. Jetzt die Frage, sollen wir noch einen neuen kaufen? Drei neun, der 3,1 Wert ablehnen. Am Halli. Wir hätten jetzt ein gutes Budget. Von 2,7. Für einen guten LMR-Ersatz. Echt eher ein LMR-Ersatz. Oder vielleicht sogar ein LM-Stammspieler. Was sagst du dazu? Nichts dagegen, oder? Relativ gut. Aber wen? Da geht sogar noch, finde ich, vom Wert her. Julian Green hat eine 2. Ist das auch scheiße, nicht? Es geht, weil er hat eine 70. Wäre ich ein bisschen zu schlecht, oder? Der ist zu teuer.
Jetzt das Ding ist, was meinst du zu dem hier? Da gutes Tempo eigentlich. Hat wirklich ein gutes Tempo. Der hat noch gutes Tempo mit 86, 89. Und da kann LMR, war nicht perfekt, nicht? Jo, das ist perfekt. Aber ohne, nee, ich mache hier 1,8 und basta. Ich biete euch 1,8 ein und dann Abfahrt. 1,8 und dann passt das. Nein, ja, auch dieser Schwuchtel-Scheiße da. Eben 1,8 und basta. Wie viel Geld will er haben? Naja, mir gescoutet und nehmen wir wissen wir es eh. So, jetzt haben wir einen guten Sub noch gekauft. Der hat da für irgendeinen rein für Mutti, hätte ich gesagt. Ja. Ja, trotzdem will ich wieder auf hier lassen. Weil der nachher eh noch gechanged wird. Ich denke, dass ich mir da gut ausgerüstet gegen Ibe zu spielen. Werden ja auch weghauen. In dem 2-2. Lausch macht ein Tor. Und Zello. Cancelo. Cancelo ist, glaube ich. Ibe hat sich ein gratis geholt. Was hat der Ding was gekauft? Servette. Also, wir haben etwas geholt. Wir können auch. GC hat auch wieder ausgehauen. Dann. Immer hier 3 Millionen verkauft, voll günstig eigentlich. Aber wir haben auch dasselbe verkauft nur und kauft nichts. Muss man jetzt nicht verstehen, oder? Bauen wir meistens wieder ohne Gegentore. Oh, Siegwehr. Wir möchten alle Siegwehr kaufen. Vergiss das. Sechs Spieler ohne Gegentore? Ist das viel? Nicht mehr weggehen. Aus der Stieler nach Mallorca. Sollen wir Trainer simulieren, Melvin? Was hast du gesagt? Trainer simulieren? Damit. Können wir machen, kann ein bisschen Juni simulieren? Sagst du, dein Ziel Top 3, was meinst du? Top 3 ist schon Pflicht eigentlich. Ich denke an Basen und eBay kommen wir nicht ganz ran, wenn wir hier so scheiße spielen. Doch, 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 die holen wir weg. Hier, Basel. 1, 2, 2.
Ein Sieger. Einzel verloren, wir haben eine Scheiße hinunter, wir haben jetzt keine Rückrunde. Ja, moin. Nee, nicht top schnell. Dann kann ich diesen Jungen dann noch. Ich will seinen nicht gespoilert werden. Ich will nur diesen. Wie heißt er? Lavashi war. Er war's, Lavashi, oder? Wer war's? Nee. Benedrilla war's. Ich will den hier nur schon umformen. Als ein LM. Da kann man doch schon weiter simulieren. Jetzt müsste es doch passen, oder? Warum hat er immer noch minus 1, wo das LM ist? Mir egal. Mann, Schweiz hat heute wieder gewonnen, ne? Ja. Ah, jetzt sieht's aber gut aus. Jetzt sieht's gut aus. Oh, das hat einen verloren. Das sehen wir nicht. Jetzt nochmal Ewig in Basel. Becker, meinst du? Zwei Eis weggehaut. Also noch Serviette weghauen. FCZ weghauen. Jawohl. Wenn wir jetzt alle gewinnen, habe ich noch mal Hoffnung. Man ist 2 Monate relativ gut. Mit nur noch eine Niederlage. Komm, jetzt Basel auch weghauen. 4-1 sage ich. Oh. Oh. Ich glaube, Basel wird Erster. Ja, wir hoffentlich noch Dritter. Jetzt bin ich gespannt. Okay, ich denke, der Toilette gleich schon unten. Er wird eben nur Vierter. Basel, knapp Erster. Jetzt ist Lausanne mit 26 Punkten. Bogatica sehen wir nicht, das sind wir schon hier. Auch Luzern. Sind wir schon hier gegen Geza rausgeflogen. Champions League gewinnt. Man City geht vor Inter. Der 4-1 gewonnen gegen Real. Inter 5 gewonnen gegen what? Was ist das für ein Spiel? Bayern gegen Real 1-3, okay, das ist nicht so spannend, oder? Europa League gewinnt Leipzig gegen Limburg, deutsches Duell. Und Konferenz League. Tottenham, wow, 5 Gramm wieder schießen. Sag ich ja Basel, hat Basel hier gespielt? Und die haben 6-3 verloren. Basel 6-3 verloren. Ja. Wach, Basel. Noch ein Jugendbericht. Und zwei dann noch Preisgeld von 1,4 Millionen. Stark. Haben wir den gewonnen? Wir haben nicht gewonnen, das ist nur Budget für die nächste Liga. Ach so, weil wir. Ein starker Dritter geworden. Das hat also unsere. Wer ist unser Top-Schütze? Ich sag mal Wunder. Ich sag dieser Keller oder Cella oder wie heißt. Zeller?
Da war keine Vorlage. Egal, zum Tor aber dann. Und Top-Vorlagengeber mit nur 6 Custodio. Meisten Einsätze hat unser Torwart, oder? Nein, sogar Lavoschi. Der hat das Spiel gefehlt. Der hat gerade Vorlage gemacht. LOL. Hat eine Vorlage. Und das im Pokal. War der mal gespielt? Wer? Der Torwart. Der hat ein Spiel weniger. Sollte ein Sperrwesen sein. Weil der hat mal gespielt. Weil der mal gespielt hat. Die haben nie gespielt. Die haben auch sich kaum verbessert. Unser Super-Super-Torhüter, Steiner plus 3. Stark, Steiner, stark. Hat er noch was im Tempo gekriegt, Steiner? Ja, jetzt geht's als Mutschi. Was soll ich sagen? What the fuck? Jetzt ging das runter. Ja, nee, hat er nicht gekickt. Dann was sagt, wir gehen mal in das erste Jahr rein. Noch Angebot für Mutschi, können wir von mir erst verkaufen. Ja, scheiße, dem ist einfach an, da stehen wir noch ein bisschen mehr draus. Nehmen wir kriegen sogar weniger, aber egal, ich mache trotzdem das gleiche. Übereinkommt mit Mutti, über 3-2 nehme ich sogar an. Ja, wahrscheinlich, weil wir ihn verkauft haben, oder? Genau. Und da ist das Zeta zu Ende. Und das Zeta danach auch beenden. Als Konferenz liegt platziert. Nix. Wenn ich was machen kann, kann ich was machen. Das ist das Ding, unser Kader wird ist jetzt gar nicht mehr so scheiße, finde ich es. Wenn ich da ja Klaus was unser Sturm wenn noch ein Tick besser sein, finde ich. Aber so lange ich hätte auch gesagt, wir tun jetzt einfach mal nichts verkaufen und schauen, was wir für Angebote kriegen. Dann vielleicht handeln, oder? Weil ja, ich finde allzu viel ändern will ich gar nicht. Dann wissen wir gar nicht. Vielleicht können wir das Einführungsturnier gewinnen. Und jetzt auch noch mal ein bisschen was an Kohle. Hätte ich nichts dagegen. Ich komme sofort wieder. Lädt ja eh noch 5 Jahre. Der Ball sind schon immer so hässlich.
Das wäre halt gerade wirklich Ja, italienische gerade wegen den Vereine. italienischen Vereinen. Aber ich stehe Ich nie auf stehe das hier. nie auf das hier. Ja, ich hab ja gesagt, du musst hier noch schauen. Für die noch ausleihen können. Ausleihen können. Da geht eh weg. Weg. Ich bin mal gespannt auf diesen Bradley Fink, was der so jetzt hat. Jetzt hat. Wir haben ein starkes Bitche von Bitte von. oh, 5-3. Auf 5-3. Das gefällt mir. Gefällt mir. Amura macht das 1 zu Amura 0 macht das 1 zu stark. 0 stark. Oh, ich muss wieder auf Baumann abkaufen. Baumann abkaufen. Hier muss ich noch was Hier muss ich noch was schauen. schauen. Nämlich Bradley Fink hat Bradley Fink. 64. So, fort, oder kann ich spielen? Der kann nicht spielen. Ich habe nie über was ein. Also ab, also unsere Bank sieht nicht gut aus. Finde ich momentan. Die Bank sieht schon ein bisschen mau aus. Haben wir noch ein Angebot? Amur, was ich nicht annehmen möchte. Für 5,9 gebe ich ihn weg. Das wäre dann Schnuppe. Dann kommen wir nach heute. Na, ist mir egal, wenn der weg will, will er weg. Schröck. Zeller, Zeller. Lavonchi. Lavonamert. Drei, fünf, okay. Hey Sandro, grüß dich. Oh klar. Ich war auch, weil die anderen schon gekauft haben. Lavoschi macht gerade Tor. Stark. Ich habe so Battle Fink spielt gar nicht. Jetzt gegen Molino. Wer ist Molino? Luca Molino. Da kann man mir das gerne weggehen. Mit einer Mille, Preis, Preisgeld. Schmeckt.
Oh, 4-2. Teller, 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 Teller. Und Mirandes, also wie die heißen. Oh, wir waren übrigens. Oh, 6-1. Jetzt nochmal das Welchen nehmen an. Für 6-1. Molina verkauft. Und Bauer verkauft. Gerne ein paar Tote reinschreiben. Hören wir gerne ein paar Tote rein. Wo ist denn aus Sieg wieder? Auch nicht mehr so scheiße, finde ich. Ja, mache ich. Okay, wir brauchen einen Torhüter. Wir haben fucking viel Geld gekriegt. Also, wir brauchen einen. Ich höre mir nicht. Melvin? Ich weiß nicht, wenn wir nicht.
mal ein bisschen Internetprobleme bei Melvin wahrscheinlich. Melvin suchen. Also hier werden wir schon mal schnell einen neuen Stürmer. Suchen. Torhüter. Ich habe ein bisschen. Junge, da ist so zwei. Nicht gerade die klassischen, die wir immer wollen. Sondern der Bundesliga herumschauen. Ja, wisst ihr sehr genau. Das ist so ein Standardding, den man immer holen kann. Tim Schreiber zeigt die Alt an. Der gar nicht. Wenn das alle die Verträge aus. Ja, der läuft aus. Hat die Premier League oder irgendwas noch geile oder irgendwie die Wiese. Noch ein paar geile Verträge. Ja, nicht mal was laufen. Teuer. Einer dabei, der auch ein Puntal hatte. Die sind tendenziell immer. Ah, der Facebook auf dem Kopf. So. Ja, sehe ich nichts dabei. Weißt du, hat La Liga Santaro was dabei. Nicht der irgendeiner von Real Barca, der erlebt hat. Wow, der hat fucking viel Wert. What the fuck, wer ist das? Er hat sogar aus. Österreichische Liga. Das ist auch nicht gerade so krass aus.
Haben wir League Earth schon geschaut? Nee, oder? Usman Bar. Der wäre halt auch gerade safe teuer. Sieht irgendwie geil aus. Nein, aber Rest der Welt hin. Die was können. India auf 9. Noch irgendwo bei den Freien was drehen, die irgendwas können. Ich habe Stammspieler. Haben die Tor drin. Und vielleicht der dritte Stürmer. Die immer noch gerade aus den 18-Jährigen. Ich bin zwar nicht so Fan von so freien Spielern, aber die sind alle geil aus. Ja, ich komme schon mal meine Verein. Wir bräuchten noch tendenziell LM. Ich habe nur zwei Stämme. Wo eigentlich ein OM? Ja, ich meine, mein Eve auch noch. Wir hätten hier ZOM, ja, ich spreche mal ZOM. Weil der hier ist echt zu verrauschen. Oder hat auch mal ein LM, RM. Mittelfeld. Ich mal nach dem EOM. Ja, Liga Santander. Ja, der ist sehr teuer. Immer muss ich gar nicht schauen, ist auch teuer. Pino, what? 95 Minuten. Nein, 7, fucking teuer. Der reicht sogar noch irgendwas, läuft aus. Eventuell noch mit ein bisschen was so kann.
Mal noch schnell in die Bundesliga schauen. Der ist doch safe, glaube ich, der ist safe teuer. Koulibaly ist ebenfalls mal teuer. Die Rosun, bin ich an sich geil, aber ist teuer. Ich will auch nicht schauen, er ist safe teuer. Team Lempoli. Ja, ein Team, das sehe ich auch gar nicht. Ja, ein Team ist das sehe ich auch gar nicht. Bei einer zweiten Bundesliga, ob es noch was Geiles gibt. Nicolas Kühn sagt eigentlich auch nicht im Starke. Das ist halt gar nicht mehr so scheiße. Ja, Patrick Wimmer finde ich auch nicht mehr so oder hat da sogar dritte Liga noch was Geiles auf das Potenzial? Königsdorfer. Ich sage mir halt alle nichts. Irgendwelche Premier League Spieler, die mir was sagen. Abdoul Diallo und Gobbo. Aber ich kann eh nichts mehr scouten, wirklich gerade. Wir haben hier schon einiges gescoutet. Wir haben hier ein paar Torhüter drin. Auch mal ein paar. Wir haben hier noch zwei IVs. Ein paar LMRMSTSDSD und noch diesen Imeri. Was ist denn da rumgewechselt? Huh. Hätte man gesagt, wir tun mal. Ein paar Spieler, mal schauen. Aber du nicht hier. Verlierer 0-2. Nein, wir haben Mutti. Nehme ich eigentlich delegieren. Nehme ich eigentlich gerne an. Übereinkunft mit Mutti. Mutti abgelehnt. Jetzt gegen FCZ. Wenn sie auf Sack kriegen, es geht sogar noch. Das geht sogar noch. Ja, wow, die beiden, die können auch nichts, die beiden. Amura ablehnen.
Jetzt gegen Börse, uiuiui. Ein paar Scouting-Abschluss, Transfer für Lavoschi. Für 5-5-4-5. Gebe ich ihn ab. Dass der CF einen guten Start geben. Oh, 3-1. Und dieser komische Brandley Finks kommt gar nicht rein. Was ich schon sehr traurig finde. Ja, das war wohl klar. Aber du lass sowas, lass das gerade von dir behalten. Und ich hätte jetzt mal gesagt, ich kann noch irgendwas. Ja, jetzt noch ein paar Scouts. Juri. Ja, aber nee. Ich kann Juri nicht ausleihen. Juri ist unser Sub. Hätte vielleicht noch ein paar Mittelfeldspieler gescoutet. So, ZMs. Aus der österreichischen Liga, der meist auch noch viel potenzielle Spieler. Meistens. Das hier, oh, der ist einfach teuer. Der hat 5-4 Wert. Dann Bundesliga. Der ist sehr beringend. Was ist das hier? Dennis Geiger. Haidara. Teuer. Edward Löwen, ist doch auch nichts. Merchan, läuft doch gerade aus. Na, no, die hat irgendwas, der ist safe teuer. Ruben Diaz. Palas, das ist Basel, oder? Das ist der Basler. Lukas Petrov. Sagt mir auch nichts. Die Bilzo. Filip Ukinic. Der zeigt nach Potenzial. Salazar. Zeigt eigentlich auch nach Potenzial, Salazar. Der hat eigentlich auch nach Potenzial. Der hat einen guten Wert. Man läuft sogar aus, wäre sogar stark, wenn er ausläuft. Vielleicht etwas für den Wert. Hat die Eredivisie noch irgendwas, was mich überzeugen könnte? Ja, die, oh, 6 Millionen läuft aus. Ne, jetzt hat er Potenzial.
Erdzeugpotenzial. Der ist teuer. Was drin liegt noch irgendwas? Barella. Das hat kein Potenzial. McKenny. Okay, dann ist Gott los, ja. Schon gescoutet. Ach, der nee, Stürmer mit der 7. Ja, ist ein 19, ist sogar 17-Jähriger, what the fuck. Das für Granaten. Die sind alle halt, okay, der ist vielleicht ein bisschen scheiße, aber voll viele Granaten dabei. Also der wäre geil, das hätte mir hier noch ein paar Tote dabei. 20.18 Uhr. Ich hätte an sich schon gesagt, dass wir die vier schon gescout haben. So, wir brauchen wieder mal einen Tod, da bin ich schon alle gescoutet. Es hat der safe, aber der ist halt viel teuer. Hätte ich entweder jetzt auf den hier, jetzt auf den hier getippt. Oder auf den 18-Jährigen, ganz jungen. Ist der sogar teuer? 3,5 und der. Ja, das gewinnt lieber. Dann, ja, die wir noch brauchen, sehen wir schon mal, was wir brauchen. Safe ein Torhüter. Boah, das ist halt sehr teuer. Pff, wie immer. Auf den Fenster werfen, teuer ist. Eigentlich ein Thielmann auch teuer. Ein paar RMs, noch ein paar ZMs, noch zwei LMs. Gibt es da irgendwelche LMs zum Beispiel noch? Nix da. Ihre Devise. Ich glaube, ich kann das gar nicht verfügbar. Da haben wir gesagt, wir werden sonst jetzt offline gehen. Sonst morgen einfach ein bisschen weitermachen.
Also sagt ihr dazu? Passt das so für euch? Unser Kader und dann noch ein Torhüter. Rein. Ein Subtitle haben wir noch, Sigwe, IV haben wir 3, 5, wo wir dann aussehen, also wir haben 4 IVs, alle voll okay, wir haben ein RV, der noch passt, RM, wir haben 2 LMs, 3 OMs, die alle voll gut sind, nur wir sind Sturm, ist unser einziges Problem, also wir haben den noch ein Sturm, der ist unser ST, dann SD und dann hier noch Brandley Fink, dann hat er noch keinen Einsatz hat er gehabt. Ja, der vielleicht ein bisschen zu wenig ins Spiel reinkommt. Ja, wir müssen uns jetzt verabschieden, hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns vielleicht morgen und die Tage nochmals. Gut, dann bis dann und wieder drücke. Ich denke, wir haben das Einsatz gemacht, vielleicht machen wir morgen nochmal Saison. Dass wir vielleicht irgendwann so in 2 Wochen da vorbei sind. Ja, mit WoW 2, der Champions. Bis dann.